Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier dreht sich das nochmal um die RioLink Video Wi-Fi Klingel, wie wir sie auch einrichten und montieren. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Ich habe sie euch ja schon mal vorgestellt. Ich verlinke euch das. Geht auch auf den Link. Momentan sind 15 Jahre RioLink und dann könnt ihr bis zu 40% Rabatt bekommen oder erhalten. Schaut euch die Produkte an. Die haben ja noch viel mehr Produkte. Und dann würde ich sagen, jetzt geht es weiter zur Klingel. Das ist natürlich die Klingel. Hier oben ist ja die Videokamera. Hier sind die beiden Mikrofone. Hier unten ist Lautsprecher. Und man sollte, bevor ihr das draußen anmacht oder anbringt, einmal einrichten. Dann gibt es ja hier auch immer diesen QR-Code, um die App zu installieren. Und hier wird das dann auch einmal vorgeschlagen, wie man das machen sollte. Entweder per LAN. Wir haben ja hier auch einen LAN-Anschluss. Das LAN-Kabel liegt dabei. Kann man machen, muss man nicht. Zur Schablone komme ich noch später. Die richten wir jetzt erstmal ein in der App und dann gehen wir raus und machen das fest. Und bevor wir die jetzt einrichten, müssen wir einmal das Netzteil und dieses Verlängerungskabel einmal anschließen und mit der Klingel verbinden. Das könnt ihr in der Nähe des Routers machen. Das könnt ihr natürlich auch etwas entfernt davon machen. Aber bevor ihr das Netzteil einsteckt, bitte erst hier festklemmen. Hier sind ja diese Dinge und dann müsst ihr das festschrauben, diese Schellen sicher festschrauben, nicht dass sie abrutschen. Auch bei kleinen Spannungen kann es einen Kurzschluss geben. Das muss ja nicht sein. Und dann ist vielleicht gegebenenfalls das Netzteil nachher kaputt. Das wollen wir ja nicht. So, die sind auch schön isoliert. Und wenn wir jetzt das Netzteil einmal einstecken, dann sollte es jetzt gleich leuchten. Ihr könnt den weißen Ring sehen. Und dann würden wir das schon mal mit der App installieren. Das auch. Das ist aber für drinnen, müsst ihr in die Steckdose. Und dann habt ihr eine Gegensprechanlage. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Denn wenn ihr das über die App steuert, kriegt ihr ja auch eine Nachricht, eine Push-Up-Nachricht. Und dann könnt ihr gleich kommunizieren. Und falls ihr nicht da seid, ihr könnt na klar auch hier eine Micro-SD-Karte reinschieben und habt dann auch Videoaufzeichnungen oder Bilder. Dann wisst ihr, wer an der Tür war. Aber ich würde sagen, wir richten das jetzt erstmal in der App ein. So, hier ist die RioLink-App. Dann geht hier oben aufs Kreuz. Ein Moment, ich zoome mal ein bisschen ran oder weiter weg. Da seht ihr das, dann einfach draufklicken und dann müsst ihr den QR-Code, der hier hinten drauf ist, einmal mit der Kamera einscannen. So, er hat jetzt den QR-Code eingescannt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, eine Netzwerkkabelverbindung schon WLAN konfiguriert, abgeschlossen, WLAN durch Scannen des QR-Codes. Dann gehen wir da rein. Hier sehe ich denn das, dann müsste ich was hören. Also ich habe sie schon eingerichtet, deswegen weiß ich, dass es eine Sprachnachricht gibt. Einmal bestätigen. Er sucht sich dann auch das Netz aus, was ihr haben möchtet. So, und jetzt nach dem Einrichten mit dem WLAN will er den QR-Code scannen. Und dann könnt ihr auch ein Passwort, aber das können wir auch später machen. Ich habe aber noch keinen Quittierton gehört. Also ihr kriegt dann so einen Piepston
denn er könnte das bestätigen. Dann kriegt ihr eine Sprachansage hier drüber und dann machen wir den nächsten Schritt fertig. Dann müsst ihr einmal so ein Gerätepasswort eingeben. So wie ihr seht, es ist jetzt schon gekoppelt. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Und wenn das jetzt passiert ist, ihr habt dann auch die Möglichkeit zu sprechen. Wenn das passiert ist, dann könnt ihr runtergehen oder rausgehen und die Klingel an den alten Klingeltrafo anschließen. Den Klingeltrafo solltet ihr vorher überprüfen, ob er die entsprechende Leistung hat. Und dann, wenn das alles okay ist, dann könnt ihr es verbinden. Vorher bitte die Sicherung rausnehmen und erst die Kabel hier anschließen, bevor ihr das Kabel wieder an den Klingeltrafo anschließt. Und bevor ihr rausgeht, das ist die Platte, die hier rankommt. Bitte auch erst zum Schluss machen. Und hier ist so ein Keil oder ein Winkel. Das müsst ihr dann gucken, wie das draußen war. Wenn die Wand jetzt zum Beispiel rechtwinklig ist und hier vorne ist die Tür, dann würde sie genau zur Tür. Dann müsstet ihr den Winkel einbauen oder diesen Keil. Dann sind hier diverse Kabel dabei. Einmal hier zwei Stück mit jeweils so eine. Hol ich mal raus, dann könnt ihr es auch besser sehen. So habt ihr eine kleine Möglichkeit, das mit dem vorherigen Kabel zu verbinden. Oder hier ist natürlich auch eine sehr gute Alternative. Das sind auch zwei Kabel. Und damit die dann auch schön sicher sind, sind hier nur so ganz kleine Kappen. Also, ob man die nur nutzt, weiß ich nicht. Die Schablone ist wichtig. Die solltet ihr voransetzen. Denn ihr könnt nämlich sehen, wo denn das Loch in der Wand ist. Und dementsprechend könnt ihr eure Löcher setzen, um die Schrauben zu befestigen. Die sind natürlich auch dabei und auch Dübel. Und dann ist dieser Haken dabei. Ich hole den mal raus. Das ist, wenn die Klinge schon dran ist. Also hier an dieser Halteplatte. Sitzt hier dran. Dann könnt ihr hier rein und könnt die Platte wieder, also die Klinge damit vorsichtig wieder abnehmen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir runter, beziehungsweise raus und wollen das dann mal anbringen. Und den müsst ihr natürlich auch einmal einrichten, aber müsst ihr nicht. Ich schließe den jetzt einmal an. Das gab jetzt so einen Quittierton. Das ist natürlich nur eine Klingel, die ihr denn irgendwo in eurem Haus oder Wohnung in die Steckdose einstecken könnt. Denn man kriegt das ja nicht immer mit. Mehr ist das nicht. Hier habt ihr dann auch Möglichkeiten, verschiedene Klingeltöne leichter einstellen, aber ihr seht das nicht in der App. Mehr ist das gar nicht. Wie gesagt, ist kein Muss. Ich werde es ausprobieren. Jetzt wollen wir aber raus und die Türklingel anbringen. Wie ihr seht, habe ich schon die Schablone angeklebt, weil die ist zum Aufkleben gedacht. Und jetzt kommt auch dieser Keil ins Spiel. So, wenn ihr den jetzt daran setzt, dann wisst ihr, wie das dann aussieht, wenn die Klingel dran ist. Dann guckt sie ein bisschen weg von der Tür. Würde sie jetzt ohne diesen Keil oder falsch rum, würde die Klingel ja hierher gucken, also geradeaus, beziehungsweise mehr zur Tür. Hierfür empfehle ich den Keil. Den werden wir jetzt da mal festmachen und dann Schritt für Schritt. Dann seht ihr das auch gleich. So, ihr seht, ich habe schon den Winkel dran und auch die Halteplatte. Jetzt werde ich einmal die Klingel festmachen mit dem Draht und dann sollten wir das testen. Nicht vergessen, vorher immer den Sicherungskasten betätigen und Strom aus, auch für die Klingeltrafo. So, ihr seht, die Klingel ist jetzt dran. Jetzt schließen wir einmal das Kabel
an den Klingeltrafo an und dann testen wir das einmal. Ich habe sie noch nicht ganz festgemacht, falls man noch ein Kabel nachziehen muss oder sonstiges. So muss man nicht mit diesem Splint da rein. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es ist jetzt leicht bläulich, leicht pink oder lila. Es ist fertig montiert. Wir gucken uns das jetzt auch einmal gemeinsam in der App an, denn könnt ihr das auch sehen. Ich verbinde das mal. So, jetzt müsstet ihr das sehen können, das Live-Bild. Ich halte mal die, gehe mal mit der Hand so davor. Das ist das Live-Bild. Und wenn wir jetzt hier klingeln, ich habe die andere Klingel jetzt mit, auch mit angeschlossen. Ich hoffe, ihr hört das. Ja, hallo, wer ist da? Ich hoffe, ihr konntet das jetzt hören. Ich mache noch mal einen Test. So, ich werde jetzt noch mal sprechen. Moment, das muss ja einmal aktivieren. Hallo? Versteht ihr mich? Gut, hier gibt es eine kleine Rückkopplung, aber so kann man denn sehen, wer jetzt an der Tür ist. Ich winke hier nochmal. Ich halte euch das nochmal davor, sodass ihr meine Hand jetzt nicht sehen könnt, sondern nur, weil ich sie durch die Kamera geschoben habe. Und ihr seht, ich bin im Mobilfunknetz 5G oder auch LTE, das ist ja egal. Also ich bin jetzt nicht im eigenen WLAN-Netz und es funktioniert. Und dann würde ich sagen, soll es hier auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Fragen habt, stellt sie mir. Ich versuche sie zu klären oder zu beantworten. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.